Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio Skiblog mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Also Felix ist gerade hier vorne dabei oder hat hier vorne mal den Matt ausgebaut, aber irgendwie ist das nicht wirklich viel besser geworden. Klar, es ist zwar besser geworden, aber... Ja, ich baue das Ganze mit nachher mal um. Aber ich mache jetzt erstmal Platz. Ja, mal ein bisschen hier. Ich hab überhaupt keinen Inventarplatz mehr. Hatte ich noch nie gehabt. Ich merke schon. Warum ist denn nicht mein Inventar? Haben wir Inventarforschung? Nee, haben wir hier glaube ich gar nicht, ne? Durch die Rüstung halt theoretisch gesehen. Hier ist das Ding. Einmal nach links und wieder nach rechts und jetzt immer die Schiene und tot. Ja, das könnte durchaus passen. Naja, wohl, hier fahren noch keine Züge. Ja, hier kommt keiner durch, da ist ein Lagerhaus, glaube ich, im Weg, aber. wer weiß oder so ähnlich. Möglich ist alles. Richtig. So, also wir hatten jetzt hier Phenolic Board, Kupferplatten, Zinnplatten und Ferric Chloride Solution. Wenn ich immer im Inventar gucke, denke ich mir manchmal echt, wie kann man so viel Schrott auf einmal im Inventar haben. Das Wichtigste ist erstmal, warum kann man so viel Schrott im Inventar haben. Aber halt nicht das, was man braucht. Das ist ja sowieso nichts Neues. Also eine ganz blöde Frage, warum speichern wir eigentlich nirgendwo dieses Kohlezeug zwischen? Keine gute Möglichkeit dafür haben, das zwischen zu speichern. Ne? Welches Kohlezeug? Jetzt das Ganze, dass ich das jetzt nicht in mein Inventar habe und jetzt versuchen wir es in irgendwelche Maschinen reinzupressen, in die es nicht mehr reinpasst. Meinst du Carbon oder was? Sowohl Carbon als auch das andere. Aber das andere ist ja ein Öfen einfach, aber das bei Carbon ist ja bis zum Rand voll. Da braucht man ein bisschen mehr Carbon auf gut Deutsch. Aber dann verbrauchen wir mehr Charcoal und Charcoal haben wir nicht. Doch, guck mal, wie voll das hier sich dauert. Nö, hier unten ist nichts.
Alles leer. Ja, weil es davor schon alles verbraucht wurde. Aber ab da ist ein volles Band, übergangsweise. Ab da. Das ist schon mal gut. Oh, ich bin mein ganzes Carbon endlich mal losgeworden. Basic Circuit Boards fehlen mir jetzt. Oh, echt jetzt. Wundervoll. Ja. Jetzt da. Ach so, ja. Erweiterten Schaltkreis ist das, da war ja das nächste. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe so viel Scheiß im Inventar, den ich aber brauche. Das kann ich rausnehmen, das kann ich rausnehmen, das kann ich nicht rausnehmen, das kann ich nicht rausnehmen, das kann ich. Also ich habe es wirklich konsequent aussortiert. Ich habe drei Slots freigekriegt. Ich habe halt noch das Problem, ich habe super viel Erz-Scheiße im Inventar. Ach so, was? Ach so, Circuit Boards. Circuit Boards. Oh, keine da. Warte mal, ich brauche dann die Basic. Ah, ich brauche tatsächlich die Basic-Dinger. Vielleicht mal die obere Kiste plottet. Ein bisschen blockieren. Ja, ich habe ich hab die Phenolic-Boards schon blockiert gehabt. Aber nicht die Resin-Kiste. Dann parken wir uns mal hier in die Kurve. Hoffen, dass dann hier gleich mal ein paar Dinger rauskommen. Und dafür brauchst du die jetzt für Roboter oder was? Nein, ich brauche die für Teiler. Achso. Brauch mal so ein paar super Teilerchens. Aber wenn ich jetzt die Teile habe, die ich brauche, so ungefähr,
Dann weiß ich ganz genau, habe ich wieder vergessen, welche Teile er brauchte. Hierfür waren die Teile da. Wo sind sie denn jetzt hin? Ach, die sind noch nicht fertig. Eventuell. Möglicherweise, vielleicht. Och, komm schon, baut doch die Dinger mal. Das war doof, jetzt natürlich. So, diese Dinger hier. Was fehlt jetzt noch hier? Ach so, die Dinger. Pickup von da, Dropteil nach da. Pickup von da, Dropteil nach da. So, Phenolwurz. Sollten übrigens bei solchen Sachen wie bei Phenolic Boards immer erstmal die Sachen aus dem Lager in die Endkiste packen. Ne? Wie viel haben wir dann noch? Von den Phenolic Boards haben wir noch 1600. Und von diesen Transistoren oder was weiß ich, was diese länglichen Teile da sind, die da als Vorprodukt für sind, für die Schaltkreise, also die hier, haben wir auch 10.000 im Lager. Achso, das sind Basic Electronic Komponenten. 10.000 sind da drin, sagst du so? Dann lasse ich die Kiste einmal leer machen auf ein Stack, dann können wir die auf einen Schlag mal rüberbringen dann. So, dann kann das Ferric, das war doch die Ferric Fluid Solution, ja. Dann kann das damit hoch.
So, dann haben wir. Zumindest jetzt schon mal die roten Circuit Boards. So, dann brauchen wir Solder, haben wir, Circuit Boards haben wir, Transistoren hatten wir noch nicht und Basic Electronic Komponenten. Ach, da können wir die ja dafür für nutzen. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch dann Transistoren und das war dann Kunststoff. Ach so, genau, das war die Geschichte. Kunststoff, Silicon Wafer, Tin Copper Wire. Basic, das haben wir. Ach so, mehr Transistoren. Kunststoffstange und Silicon Wafer. Was war denn das für eine Geschichte? Jetzt muss ich nur den Kunststoffstange finden. Ganz hilfreich manchmal, ja. Da sind sie. Ach Mensch, die brauchen Plastik. Was ist das denn? Die brauchen Propangas. Propangas. Dampf- und Methanolgas. Methanolgas aus Carbon. Okay, da gibt es mit Sicherheit auch noch eine andere. Ach so. Ja, Kunststoff findet er ja nicht, ich muss ja Plastik. Okay, Liquid Fass. Aus Propen, aus dem Fass, aus Naphtha oder Poly, das haben wir. Was? Oh, warte mal, stopp. Also nur aus Propen. Naphtha haben wir nicht. Also aus Methanol. Und Methanol ist einfach nur Zellulose-Fibers. Fängt es an, witzig zu werden. Was meinst du, haben wir eher übrig? Zellulosefibern aus der Anlage oder Zellulosefibern aus der Holzanlage? Also wenn wir es richtig aufbauen würden, vermutlich Zellulosefiber aus der von da. Aus den Farben. Ja. Ist glaube ich auch von der Produktion her wesentlich schneller.
Datieren hat er uns so Zellulose. Was Besseres als rote Fließbänder haben wir nicht, ne? Ja, die Frage ist, macht das Sinn, noch eine Tier-Nodon-Anlage links daneben zu setzen? Die Anlage, die da läuft, läuft ja jetzt nicht mehr halb. Eventuell, aber zum aktuellen Zeitpunkt definitiv nein. So, das heißt, dann machen wir das Überschussprinzip. Alles, was an Zellulosefibern über ist, machen wir zu Methanol. Und dafür brauchen wir nicht viel. Liquefier. Wandelndes Lager noch zufällig ein Liquefier im Inventar. Ich habe kein Liquefier, nein. Blastfirms. Leider nein, leider gar nicht. Ich muss mal gucken, wo sind denn die Liquefier hier zum Bauen? Das sind Chemical Plants. Liquefier. Okay, bei mir im Inventar blinkt nichts. Dann ist das gut, dann kann ich. Kann ich benutzen. So, du machst Methanol, bitte. Irgendwas in Richtung eines Tanks im Inventar. Bin gleich bei dir. Kein Stress. Willst du also doch keinen Tank? Okay, dann nicht. Doch, will ich, aber du brauchst dir keinen Stress zu machen. Hier hinten dran? Ist vollkommen egal, irgendwo bei Methanol mit dran. Dass da ein wenig zwischengespeichert wird, nur 200.000 oder so, ne? Ach so, hast. Okay. Davon habe ich noch 7 Stücke im Fenster. Alles klar. Ups. Okay, hast du einen Steam Cracker? Einen was Cracker? Einen Steam Cracker. Nö, aber ich könnte theoretisch gesehen einen bauen. Dann bauen wir einen, weil mir fehlen nämlich zwei Stahlplatten. Gib mir 33 Minuten, bis meine Rohre durchgecraftet haben. Du kannst mir auch zwei Stahlplatten geben. Ich hab crafted den jetzt. Alter, ist er damit aufgeräumt? Ja, ist ja jetzt ja alles da unten in der Kiste, in der.
Weißt du, was das Schöne ist? Du hast Blasphemes dabei. Die schmeiße ich dir jetzt mal gleich rüber. Hast du einen Flästig dabei? Nee, ach nee, oh, der Flästig ist gleich weg. Hofft er. Nee, das weiß ich, weil ich aus dem Steam Cracker Runterrennen. was brauchst du denn? Unsere Lieblingsressource, von der wir definitiv genug haben. Nicht. Basic Circuit Boards. Basic Circuit Boards. Kann ich dir 31 geben? Nee, ich warte jetzt auf das Kupfer, was da in Massen natürlich produziert. Und sammle die jetzt vom Fließband. Alles klar. Was können wir denn aus Residualgas machen? Schmiermittel. Grad. Ach so, ja. Also. Hast du noch einen Tank? Zu weit weg. Wow, wir haben Propen. Und das kommt jetzt in einen, wow, in einen Liquefier. Mensch. Hast du einen Liquefier im Inventar? Immer noch nein. Achso, das stimmt, da war ja was. Hast du Glück gehabt? Oder ich Pech, je nachdem, wie man es nennen möchte. Beides. Hast du einen Tank? Ich habe dir gerade drei Stück gegeben. Ach so. Liquid Plastik. Hast du einen Tank? Also nee. Moment. Das ist jetzt was Normales, was da rauskommt. Könnten jetzt theoretisch Plastik herstellen. Da ist Plastik. Könntest du mir jetzt noch ganz kurz sagen, für was ich Plastik gebraucht hatte? Ach, die Für die roten Transistoren. Schaltkreise. Ja, Transistoren. Ah, und dann brauchen wir Tin Cobalt, Silicon Wafer. Wo ist denn der Kram jetzt? Ich glaube, ich sollte mein Fenster mal zumachen, sonst habe ich gleich kein Fenster mehr. Meinst du, es fliegt weg oder was? Money aus So wie es sich Silicon. aktuell anhört, ja. Aus einem Monosilicon. Molten Silicon. Silicon. Oh, leck, oh mio. Ich würde es mal sagen, hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.